Weihnachtsbäckerei in den Gemeinderäumen der Evangelischen Versöhnungskirche in Mannheim-Rheinau ist in vollem Gange. Die Plätzchen sind für einen ganz besonderen Anlass. Wir haben heute unsere Backaktion für Gemeinsam statt Einsam. Das ist für Weihnachten einfach für Menschen gedacht, die Weihnachten normalerweise am Heiligabend alleine sitzen würden. Und die, ja, dafür backen wir halt heute mit einigen Ehrenamtlichen und Leuten aus dem Ältestenkreis der Kirchengemeinde halt Plätzchen für die Aktion. Es war ursprünglich geplant als Backaktion für Kinder. Da hat sich aus technischen Gründen herausgestellt, dass es nicht realisierbar ist. Und dann haben wir gesagt, gut, machen wir eine Backaktion halt für Erwachsene. Ein paar Kinder sind ja auch da. 20 Kilogramm Backteig mit und ohne Kakao wurden von einer örtlichen Bäckerei gespendet. Noch ein paar Zuckerperlen darauf, fertig sind die leckeren Weihnachtsplätzchen. Barbara Schulte begleitet das Projekt Sorgende Gemeinde der Evangelischen Landeskirche in Baden. Letztes Jahr entstand daraus auch die Idee zum ersten Gemeinsam statt Einsam Weihnachtsfest. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, in den Gemeinden Projekte zu unterstützen, die generationsübergreifend sind. Und zwar immer aus dem Blickwinkel älter werdender Menschen. Und Einsamkeit ist ja nichts, was jetzt rein nur ältere Menschen betrifft, sondern das kommt ja auch unter jüngeren Menschen vor. Und wir hoffen eben, dass dadurch auch ein nettes Gemisch entstehen kann. Ein nettes Gemisch gibt's auch schon während der Backaktion. Stefan Hoffmann vom Ältestenkreis der Evangelischen Versöhnungskirche in Rheinau mischt hellen und dunklen Teig mit Kokosflocken. Er ist dieses Jahr einer der Organisatoren von Gemeinsam statt Einsam und hat schon genaue Vorstellungen vom diesjährigen Fest. Aber das ist eine richtige Feier. Also wir machen das, was man bei Feiern halt so macht. Wir reden miteinander, wir essen miteinander, wir trinken miteinander, wir erzählen und lachen und ja. Immer mehr Menschen in Deutschland sind von Einsamkeit betroffen, sitzen auch an Heiligabend alleine zu Hause, egal ob alt oder jung. Das wollte Barbara Schulte letztes Jahr nicht hinnehmen und rief kurzfristig zur Aktion Gemeinsam statt Einsam in ihrer Gemeinde auf. Jeder sollte sich angesprochen fühlen, gemeinsam mit anderen in der Mannheimer Versöhnungskirche Heiligabend zu feiern. Tja, ich saß mit meinem Sohn zu Hause und ich habe mir überlegt, wo möchte ich dieses Jahr Weihnachten feiern? Und dachte mir, ja, wir fahren wieder zum Ammersee, wo wir sonst immer feiern. Oder eigentlich, wir möchten mal zu Hause bleiben. Und zu Hause alleine ist ja dann auch langweilig. Dachten wir uns, ach, dann machen wir halt mal in der Kirche was. Und dann haben wir rumgefragt, ob denn das überhaupt gewollt wäre und ob denn Interesse bestünde. Und siehe da, es fiel absolut auf offene Ohren und die haben sich alle unglaublich engagiert, das dann noch relativ schnell hinzubekommen, weil normalerweise wären solche Veranstaltungen ja ein Jahr vorher geplant. Aber wir sehen das jetzt als eine Auftaktveranstaltung, Versuch. Und vielleicht wird daraus ja jetzt eine Regelmäßigkeit. Die evangelische Gemeinde in Mannheim-Rheinau macht viele Angebote, um Menschen aus der Einsamkeit zu locken. Nicht nur an Weihnachten. Jeden Dienstag gibt es einen offenen Mittagstisch. Außerdem ein Inklusionscafé. Das soll alle aus dem Stadtteil ansprechen. Ein weiteres Projekt, der sogenannte Türöffner, ist in Planung. Dabei sollen sich Ehrenamtliche regelmäßig um einzelne, einsame Gemeindemitglieder kümmern. Einsamkeit, gerade im Mannheimer Stadtteil Rheinau, ein großes Thema, so die Diakonin Margot Meyer. Das ist hier in dem Stadtteil Mannheim-Rheinau besonders wichtig, weil wir sehr viele ältere Menschen haben, die Probleme haben, mehrmals am Tag ihre Wohnungen im dritten oder vierten OG zu verlassen. Selbst im zweiten ist es schon schwierig. Und die Leute vereinsamen halt zunehmend. Viele Leute sagen uns, wenn ich den Fernseher nicht anhätte, hätte ich tagsüber gar keine Ansprache mehr. Abgesehen von Telefonaten mit Enkeln, Kindern oder Freunden, die halt auch sehr selten sind. Die vermehrte Einsamkeit führt Margot Meyer auf die zunehmende Digitalisierung zurück. Da könnten Ältere einfach nicht mithalten, sagt sie. Am damaligen Heiligabend 2022 sind zwar nicht alle Tische besetzt, aber die, die gekommen sind, finden den Abend gelungen. Also ganz toll. Es ist eine Idee, die es öfters geben müsste. Das also in Kirchen, das sind ja viele Vorurteile. Das heißt auch, wir gehen heute noch in die Kirche. Aber wenn man so einen Tisch zusammensetzt, Fremde auch, und die Musik verbindet schneller. Also bekannte deutsche Weihnachtslieder oder englische, Merry Christmas und so. Also das war
einer der schönsten Treffen. Also erstmal die ganze Predigt, die Kirche, der Gottesdienst und vor allem, dass ich mich mit meiner Freundin versöhnt habe. Und ich empfehle jedem diese Kirche und diese Art von Gottesdienst gemeinsam, nicht allein. Und mir hat das viel gebracht, weil dadurch lernt man wieder Menschen kennen, man hat Mut. Projekte wie Gemeinsam statt Einsam findet Barbara Schulte wichtig. Hauptberuflich begleitet sie das Projekt Sorgende Gemeinde werden der Evangelischen Landeskirche in Baden. Sie unterstützt Kirchengemeinden darin, generationsübergreifende Begegnungszentren zu schaffen. Das eigene Bedürfnis einbringen in die Gemeindearbeit und dabei nicht nur immer Kirche als Hemmschuh zu sehen, sondern eher als eine treibende Kraft dafür, dass man sich untereinander vernetzt und eben gemeinsam die Dinge macht. Ob das jetzt das diakonische Werk mit der Kirche oder das Seniorenheim oder der Jugendtreff oder die Verwaltung, die zum Mittagessen kommt, wenn ein Mittagstisch angeboten wird, oder eben auch Unternehmen, die ansässig sind, dass die sagen, oh, wir engagieren uns da auch, wir finden das toll. Barbara Schulte ist damals auch sehr glücklich über den gelungenen Abend und erinnert sich gerne zurück. Das Schöne war, dass die Menschen eine gewisse Begeisterung mitgebracht haben und eben auch den Spaß daran empfunden haben, dass so viel Abwechslung war mit Musik, mit Geschenken, mit Essen und allem drum und dran. Das war sehr, sehr schön. Auch dieses Jahr wird es wieder ein gemeinsames Essen und kleine Geschenke an Heiligabend geben. Und dank der Backaktion erstmals auch selbstgebackene Plätzchen beim Gemeinsam statt Einsam Weihnachtsfest. Außerdem gibt es einen Hol- und Bring-Service mit dem Auto. Das Organisatorenteam ist schon sehr gespannt. Wir haben viel, viel mehr engagierte Ehrenamtliche schon, die das Ganze mit begleiten. Und das wirkt schon alles viel aufregender. So diese Vorfreude für Weihnachten, die macht sich schon richtig breit, gerade auch jetzt mit diesem Plätzchenbacken. Ab 17 Uhr geht es an Heiligabend los. Alle sind herzlich willkommen. Einfach vorbeischauen. Wir sind einfach mal gespannt, wie viele Leute kommen. Und ja, es wird eine interessante Erfahrung, halt es mal nicht im eigenen Haushalt zu machen, sondern wirklich quasi in einer Runde mit fremden Leuten zusammen. Ja, ich hoffe halt, dass möglichst viele Leute dieses Angebot annehmen. Das ist eigentlich alles, was ich mir wünsche. Also wir kalkulieren jetzt mal mit 50 Leuten, wäre super, wenn wir die Zahl erreichen. Und es gibt auch wieder eine kleine Überraschung. Und sollte sich noch jemand melden, der gerne Musik macht, so ist er auch herzlich willkommen. Alle Musikalischen, die sich jetzt angesprochen fühlen, wenden sich am besten direkt an die Gemeinde. Ab 17 Uhr geht es dann an Heiligabend los. Alle sind herzlich willkommen. Für den Hol- und Bring-Service am besten direkt bei der Versöhnungsgemeinde anmelden. Ansonsten einfach vorbeikommen. Frohe Weihnachten! Schneeschuhe mussten sie noch nie verteilen bei der Adventswanderung hier oben am Ruhestein im Schwarzwald. Eine weiße Vorweihnachtszeit, selbst auf knapp 1000 Höhenmetern, nicht selbstverständlich. Aber an diesem dritten Advent hat es einmal geklappt mit dem Bilderbuchwetter. Und das liefert, was im Alltag oft zu kurz kommt. Oh, sind wir schon in Weihnachtsstimmung? Ach, ein bisschen. So, jetzt heute, da kommt man schon rein. Im Alltag ist es manchmal schwierig, aber dafür sind solche Veranstaltungen sehr schön. Geht so. Es ist extrem viel dieses Jahr. Und das ist tatsächlich so, dass dieses Jahr ich wieder mal an die Grenzen komme der Belastbarkeit. Ja. Helga Klehr von der Erzdiözese Freiburg und Andreas Twardon vom Nationalpark führen die Teilnehmer eine Dreiviertelstunde lang durch die Natur. Ein Kontrast zum üblichen Weihnachtserlebnis auf trubeligen Weihnachtsmärkten, im warmen Wohnzimmer oder der festlich geschmückten Kirche. Natur dann zu spüren auch, gerade mit der Kälte und dem Schnee und dann in Verbindung mit diesem weihnachtlichen Thema, glaube ich, das löst noch mal irgendwie auch ein anderes Empfinden aus, wie wenn man jetzt irgendwo sitzt. Christliche Geschichten, ein knisterndes Lagerfeuer, Glühwein und Kinderpunsch. Organisatorin Helga Klehr setzt hier draußen auf Bewährtes, also natürlich auch auf Weihnachtslieder. Die Adventswanderung draußen in der Natur
ist ein Vorzeigeprojekt der Ökumene, hier am Ruhestein, wo alle vier evangelischen und katholischen Landeskirchen geografisch aufeinandertreffen. Seit 7 Jahren gibt es das Netzwerk mit vielen Wanderungen das ganze Jahr über und vielen gemeinsamen Erfahrungen. Ich finde, es gibt herrliche Synergieeffekte, weil die eine Kirche ist auf einem Gebiet weiter oder hat da Unterstützungssysteme, die Homepage, der nächste bietet eine Pilgerleiterausbildung an und kann das bei uns hier einspielen und da profitieren wir ungemein davon. Gerade in der Pandemie, in der für Kinder vieles zu kurz komme, sei eine solche Veranstaltung wichtig, sagt Helga Klär noch. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit, hier draußen im Wilden Wald, bei Bilderbuchwetter und jeder Menge Vorweihnachtsstimmung.